Ich höre diese blöde Kamera. Aha, das war nicht. Scheiß Geschütz. Ich dachte, wäre noch Loot gewesen. Hey, hey. Hey, hey, noch was. Eve-Link 2, sehr schön, hätte ich mir gar nicht kaufen brauchen. Nutze ich Eve-Link überhaupt? Nö. Bei You Invent, ich kann mir nicht alles bauen, was ich brauche. Oh, doch, das hier. Dafür brauche ich aber noch. Menge Klöderkram. Das Ding hat Blähungen, hast du es gehört? Ich habe Mana-Überschuss, war. Ja, ich spreche schon wieder völlig ab, ehrlich. Oh, fuck you. Ich stehe da mittendrin. Schieß. Ah, verdammt. Hey, warum habe ich keine Munition für gar nichts mehr? Ich weiß es nicht. So, ich glaube, hier war ich schon mal. Hier riecht's echt übel. Ich will die Rolle. Was zur Rolle? Was willst du tun? Scheiße. Das bringt ein Mädchen in Fahrt. War nicht der Mühe wert. Zappelt er ständig mit seiner Hand. Mhm. Das andere benutzen. Daddy? Ich soll nichts anderes mitmachen? Ich dachte, das wäre viel cooler. Hässlich und scheiße, Alter. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich komme gerade nicht klar. Scheiße. Für so leicht durchschaubar. Sehr schön. Eine Flasche von 7. Ah, ist das grandios, ehrlich. Oh. Da ist Daddy. Was ist denn das für ein Daddy, hä? Der sieht ja irgendwie schon wieder anders aus.
Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Jetzt wirklich, was denn? Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien, hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Und dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist, das ich hasse. Das check ich nicht. Yay, komm, wir probieren das nochmal aus. Falscher Code. Ah. Hackern. Ich hab einen Auto-Hacker. Ich lass mich in Ruhe. Ionisches Gel. Ich habe 80 Einheiten von ionischem Gel. Und ich werde es verwenden. Wofür auch immer. Aber noch nicht jetzt. Daddy! Daddy, 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 wo ist Daddy? Daddy, Daddy, wo ist der Daddy? Hallo, willst du dich mit mir unterhalten? Was bist du denn für ein Bescheuerter? Du da bist. Ich mich wahnsinnig glücklich sehen. Ich bin dabei. Ich will Dada ärgern. Dada, Dada, da rauf geht. Dada, sterben jetzt. Schnauze, Dada. Ja, ich hätte da mit ionischen Elektro. Schnell, schnell, da ist die Scheiße hier. Los, Daddy. Daddy. Scheiße. Ich dreh durch. Ich weiß ganz genau, wo der ist. Denke ich. Ist es nicht hier? Ich bin im falschen Film, denke ich. Da ist Daddy und Daddy ist fast im Arsch. Daddy. 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 Alter, das bringt mir doch nichts, wenn ich so einen Fax mache. Das sind leichte Lags oder so. Noch herumzuholen. Das Spiel macht langsam nicht mehr. Voll im Arsch. Jo, was mache ich denn jetzt? Hat du was für mich fallen lassen? Ein Gummischlauch. Den kann ich dir um die Ohren hauen. Garantiert. Alter, jetzt hör doch mal auf hier. Jetzt soll ich langsam gleich mal auf einer Pause machen. Das Spiel spinnt ja nur noch um.
Zeit für die Haie, süßer Engel. Okay, gute Nacht. Wo ist denn diese Scheiße? Wo ist denn diese Scheiße? Leck mich doch am Arsch, Alter. Ich weiß nicht, wo diese Scheiße ist. Au! Dieser blöde Schalter ist. Sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Daddy. Daddy Doodle. Der dudelige Doodle, Daddy. Hey, Daddy. Diese Scheiße da, ne? Pharrell war hier. Ach nee, doch nicht. Was willst du denn? Ach, hier ist der Schalter. Dieser erbärmliche Tour de Cul drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es könnte schneller sein. Ja, leck mich fett, ist das scheiße hier. Kinder mit ihren langen Nadeln. Was? Ihren schauderhaften, frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und ich frage mich immer noch, warum man das zweimal jetzt abspielt. Blöde oder so? Ich halte sie fest. Stoppt natürlich. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein. Ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Das ist doch eigentlich ein Daddy. Nein, ich suche jetzt nicht unter den Bienenstock. Untersuche den scheiß Bienenstock. Garantiert hierin angreifen. So, jetzt bleibt mal schön geschmeidig. Was tickt da? Ja, bla, komm. Gut, komm, also ich, ich hab nichts mehr. Was fängst du denn da? Was bist du denn für einer? Ein Hoodie? Das wird der Schaden 2. Regt mich gerade ein wenig auf, der Arsch.
Daddy. Ich suche dich. Wir haben uns von dir abgewandt. Ich suche jetzt erstmal irgendwas zu heilen hier. Zum Beispiel. Zum Bleistift. Sehr schön, nicht? Was ist er denn? Ich bin hier schon auf der Strecke! Diese Idioten. Hier so viele schöne Fotos machen. Ja, die habe ich ja schon tausendmal fotografiert. Hey! Der ist mehr so für viele Gegner. Meine Fresse, gibt's das denn? Und der immer wieder an mit seiner Scheiße. Nur weil ich kein Medipack habe und. Leck mich doch am Arsch, Alter. Wisst ihr was? Ich habe eine kleine Idee. Ich mache jetzt erstmal Aufnahmepause. Und würde sagen, wir sehen uns. Mit einem etwas mentaleren. Gedächtnis hier. Also ein bisschen. Frischer wieder, denke ich mal. So würde ich mal sagen. Bis dann!